Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Review von mir, von eurem Shisha Mew. Ihr seht, ich bin schon eingezogen jetzt endlich, bin auch wieder gesund, aber leider noch nicht in meinem Shisha-Zimmer, ja, sondern hier in meinem Wohnzimmer. Ja, wie gesagt, komm Alter, mach mal wieder einen kurzen Tabak-Review und gib ich mal ein Lebenszeichen von dir. Ja, ich lebe. Und zwar habe ich heute einen neuen Tabak dabei, und zwar den Habayeb. Ist ein neuer Tabak auf dem Markt, habe ich noch nie was von gehört. Ich zeige euch gleich mal Schnitt und Feuchtigkeit. Das ist ein grober Schnitt. Tabak hat die Molasse sehr gut aufgenommen. Ist ein brauner, dunkler Tabak, ja. Was heißt dunkler Tabak? Ist ein Virginia-Tabak halt. Aber ein bisschen dunkler hier. Auf jeden Fall, Tabak ist gut eingezogen, sehr gut eingezogen. Überschüssige Molasse habe ich hier gar nichts. Es geht um die Sorte Begabung. Ja, Begabung sagt jetzt erstmal nichts. Ich zeige euch auch noch schnell die Dose. Ihr merkt, ich bin ein bisschen raus. Vorne ist Habayeb drauf und die Sorte Begabung, ein bisschen Ekelbilder, ja. Drin sind 200 Gramm. Der Tabak wird hergestellt in Deutschland. Er wird hergestellt in Middle East Germany GmbH in Wuppertal, ja. 200 Gramm kosten 16,90 €. Hat sich ja so eingependelt bei den meisten jetzt. 16,90 €, früher 14,90 €. Sogar der Tabak aus Timbuktu kostet mittlerweile 16,90 €. Brauche natürlich heute meine ML Hooker Handcat Snipe, Werkbund Tonkopf und 3 Aldurat RZ Alkohol und der Budget Around. Ich habe mir gedacht, es ist besser, wenn ich so nah an euch bin, anstatt dass ihr die immer Pfeife immer seht, ja. Ihr braucht ja nicht unbedingt die Pfeife sehen, es geht ja um den Tabak und nicht um die Pfeife. Außerdem habe ich die Pfeife ja schon vorgestellt. So, Begabung soll sein Maracuja Limited Grapefruit. Und der Hersteller schreibt: Hol dir mit diesem Tabak den Urlaub nach Hause. Genieße den säuerlichen, erfrischenden Geschmack, wie an einem sonnigen Tag am Meer. Mit dem Begabung Tabak bekommst du Lust auf Urlaub. Ich bin ehrlich, das stimmt. Habayeb gibt es auch als 1 Kilo Varianten. Laut Hersteller. Einfach auf habayeb.de gehen, da sind alle Sorten aufgelistet. Und ich habe den Tabak gerochen und er hat mich sofort an einen anderen Tabak erinnert, und zwar an den Ringelrangel. Nicht direkt an Tingeltangel oder so, sondern den Ringelrangel, ja. Da ist Grapefruit drin, eine Limette und eine Maracuja. Ja, ich habe sofort die Maracuja, die Grapefruit und die Limette rausgerochen. Aber geruchlich ist das Ganze trotzdem ein bisschen anders als der Ringelrangel. Also als allererstes habt ihr eine ziemlich säuerliche Note im Vordergrund. Dann habt ihr so eine süße Limettennote oder einfach eine süße Note mit bei. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, ja. Die Grapefruit und die Limette mischen sich zu. Auf jeden Fall riecht es sehr geil. Und im Abgang habe ich eine leichte Maracuja-Note. Aber die man wirklich nicht so richtig wahrnimmt, ja, man riecht die Limette, man riecht Grapefruit, leicht undefinierbar süß, am Anfang leicht säuerlich, auf jeden Fall riecht das Ganze brutal ansprechend, ja. Braun tut das Ganze gut, meine Freunde, wie ihr seht. Was mir an dem Tabak sehr überrascht hat, ist, dass er sehr hitzeverträglich ist. Also man kann ruhig die Kohlen in die Mitte reinhauen und Vollgas geben. Ich bin ehrlich, von dem Hersteller noch nie was gehört, anscheinend gab es den auch schon früher mal. Schreibt mir mal eure Erfahrung über den Tabak in die Kommentare, und das würde mich sehr interessieren. Und geschmacklich, hat mal einzeln erstmal was Säuerliches, aber nicht so übertrieben säuerlich, sondern leicht säuerlich. Beim Ausatmen kommt dann diese Grapefruit-Note
aus dem Mund heraus und eine Maracuja-Note. Also die Limettennote ist schon eher im Vordergrund, aber als leicht säuerliche Note. Und im Abgang habt ihr dann eine süße Maracuja-Note auf jeden Fall da und die Grapefruit-Note, die sich sehr gut gepaart hat. Also ich finde den Tabak sehr lecker. An dieser Stelle danke an Yasin, ja, dass er mir den Tabak mitgebracht hat. Der hat einfach mitgebracht, hat ihn gekauft und hat gesagt, ja, hier Bruder, probier mal. Und der Tabak ist einfach geil, ja, gefällt mir. Schnitt passt, ideal für Tonköpfe, Köpfe zu bauen. Sehr einfach damit Köpfe zu bauen. Tabak fittig, sehr gut Hitze und meine Kaufempfehlung haue ich hier raus. Für Leute, die den Tabak noch nicht kennen, so wie ich ihn nicht gekannt habe, ich würde euch empfehlen, den Tabak mal zu probieren. Auf jeden Fall gönnt euch den Begabung. Ist geiler Tabak, ja, macht echt Bock auf mehr. Ich werde mir noch die eine oder andere Sorte zulegen und mal gucken, wie die anderen Sorten so sind, ja. In diesem Sinne, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss noch ein bisschen an der Qualität hier arbeiten und so, muss noch mein richtiges Setup finden. Wenn euch die Qualität noch nicht so gefallen hat wie früher, dann tut es mir leid, ja. Ich werde daran arbeiten. Auf jeden Fall, folgt mir auf Instagram, ja. Gebt mir einen Daumen hoch auf Facebook, auf meiner Seite Shishamü. Und natürlich, like dieses Video, teilt dieses Video und gebt mir ein Abo. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein.